Ja Leute, einen bombastischen guten Tag, lieben Leute, und willkommen zu einer zu einem kleinen Infovideo, sage ich jetzt mal. Ich mache ganz kurz meine Sounds laut leiser. So, fertig. Und ja, es geht darum, dass wir PvP Dojo spielen. Der Spielmodus ist jetzt rausgekommen und nächste Woche wird hier alles released, deshalb mache ich das Video erst jetzt. Das ist so ein kleines Infovideo. Ich zeige euch jetzt kurz mein Kit, das hat ein paar Abilities, die Tor-Ability, ich habe nicht so gut gezogen. Aber ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, was das hier alles ist. Da würde ich euch einfach mal empfehlen, mal Basti GHG zu gucken. Lohnt sich auf jeden Fall auch, denn das ist ein cooler YouTuber. Vielleicht verlinke ich den euch, damit ihr da einfach mal gucken könnt. Und dann guckt ihr euch mal die Dojo-Videos von dem an. Und ich zeige euch heute jetzt einfach mal ein bisschen Zupen von diesem Server. Und dann fängt nächste Woche das Let's Play davon an. Jetzt machen wir hier erstmal so ein kleines Challenge, wir den mal hier. Vielleicht nimmt das ja an. Und gleich zeige ich euch noch ein paar andere Sachen. Hallo. Nimm mal bitte an, Junge. Ne? Dich können wir ja auch noch challengen. Oder dich. Ist gerade ein bisschen scheiße. Wenn jetzt das nicht wird, dann mache ich gleich was anderes, aber jetzt haben wir alles. Hier müssen wir jetzt unser Kit wählen. Wir nehmen natürlich das hier, Pilzsuppen. Hier ist die Tor-Ability und wir bekommen manchmal noch Sachen. Und dann geht das jetzt auch los. Wir versuchen direkt ihn zu zickzacken. Aber das sieht nicht so gut aus. Okay. Er ist auf jeden Fall gut. Oh Mann, was ist das denn? Oh Gott. Es ist ziemlich schwer bei Soupfights zu reden. Ah, jetzt sind wir tot. Ja, GG. War nicht gut gekämpft von uns. Alter, halt doch die Fresse, Mann. Mein Gott. Ich glaube, das muss ich. Atmosphäre, Umgebung. Nein. So, Wetter. Wetter aus. So, verbisch dich mal, Wetter. Und wir machen mal den War PvP. Hier wird jetzt gefightet. Und dann können wir uns ein bisschen unterhalten. Ja, da will sich gleich auch jemand mit uns anlegen. Vielleicht sollte er es nicht machen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall kassieren wir richtig. Sich dabei zu unterhalten wird schwer. Denke ich. Verpiss dich, Digga. Verpiss dich. Sterbt. Ah nein, er hat noch sein Schwert. Ja, okay, wir müssen ihm eigentlich sein Schwert zurückgeben, aber machen wir jetzt erstmal nicht. Oder er hat sogar sein Schwert, aber er benutzt es nicht. Ja, hier werde ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen spielen in nächster Zeit. Wo ist der denn jetzt? Ist der da? So, die Tor-Ability müssen wir jetzt auch gleich wieder behalten. Und zwar werde ich jetzt hier ein kleines Let's Play machen. Ich werde euch alles zeigen und es gibt auch so Poker. Hier kann man so Chests öffnen, indem man Abilities bekommt. Und mit diesen Abilities kann man dann sich halt so ein Kit zusammenstellen. Und ich werde euch das nächstens zeigen. Oh mein Gott, ich hasse diesen Tomato so über alles einfach. Und das ist unser Gegner. So, ich hoffe, erstmal die Schüsseln. Ich benutze übrigens das Tic-Tac-Pack 2.0, auch von Basti GHG released. Ich bin tot. Okay. Juckt mich jetzt nicht. Und das da ist das sehr cool. Ich finde das richtig geil. Das. Verpiss dich, Golem. Ich mag dich nicht. Kann man hier irgendwas rausbekommen? Ja, kann man. Geil, oh. Bam. In deine Fresse. In deine Fresse, Digga. Und ich weiß gar nicht. Ja, und das benutze ich gerade. Ich finde das cool. Ich finde das sehr kompetent.
Und hier werde ich halt meine Let's Plays machen. Ich wiederhole mich wahrscheinlich die ganze Zeit, aber juckt mich nicht. Wir töten Julio mit. Einfach die ganze Zeit kritiken. Ja, ich rede erstmal gar nicht, damit hier auch alles ein gutes Let's Play wird. Als ob ich noch ein Herz hab. Und jetzt zeige ich euch noch was von diesem coolen Server. Und zwar gibt's hier die Tournament Queue. Jetzt machen wir hier ein 1v1. Nee, kein 1v1, bin ich dumm. So. 2v2. Ja, jetzt machen wir schon 1v1, ist stark. Auf dieser Map. Wie eben. Und dann kämpfen wir. Bam! Ist tot? Ist er tot? Was ist los bei dem? Oh, da bist du. Das war knapp. Jetzt sollten wir. Mann, er läuft doch immer wieder rein oder so. Okay, wir bekommen richtig viel Herzen reingedrückt. Komm hier nicht raus. Oh, jetzt haben wir ihm richtig die Domboat reingedrückt, Alter. Da hat er sich irgendwie hochteleportiert. Der hat gute Abilities, der Typ. So, jetzt haben wir uns wieder refilled. Mit einem kurzen Recraft. Ich glaube, er hat mehr Leben verloren, deshalb werden wir das hier gewinnen. Oh, jetzt kann er refillen. Hat er wahrscheinlich auch. Was für ein cooler Kampf. Bin ich scheiße? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Wenn ihr wüsstet, wie ärgerlich das gerade war. Ja, auf jeden Fall. Ich behalte das Video jetzt auch nicht so lange. Ich glaube, ich habe erst 2 Minuten oder so gespielt. Ich möchte euch nur mal das 2v2 zeigen. Und vielleicht mache ich jetzt einen Cut, wenn es jetzt so lange dauert. Oder falls das jetzt so lange ist, kann ich noch ein bisschen mit euch quatschen. So Leute, ich muss jetzt noch ein bisschen warten, das habe ich gecuttet. Wir spielen jetzt in einer, kein 2v2, sondern ein Lobby-Spiel. Und zwar Feast. Mit, keine Ahnung wie viel. Einer ist tot. Oh. Oh fuck. Okay. Jetzt müssen wir ganz schnell machen. Als ob, man. So scheiße. Ja, Leute. Das war's dann ganz kurz und dann sehen wir uns vielleicht doch gleich nochmal wieder. Ich guck mal. Ich zeige euch jetzt hier heute alles. Und ja. Wir joinen nochmal der 2v2-Crew. So Leute, willkommen zurück in der Queue hier. Und hier ist es super cool. Oh, sorry, bin jetzt gerade sehr, sehr gespannt. Fuck, ich habe mein Schwert gedroppt. So,
Oh mein Gott, ja, jetzt kann ich wieder reden. So. Just to PvP, come here. I want to fight versus you. Just so PvP backt mir ein bisschen am Boden. Oh mein Gott, diese Ability, Junge, wie ich sie hasse. Der hat eh Dumbo Dry oder so eine Scheiße. Und jetzt kommt das letzte 1v1. Nee, kommt's nicht. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.